Nabokovs vielschichtige Untersuchung der geheimen pädophilen Unterwelt erstreckte sich auch auf die Filme. In der Erwartung entsprechender Fragen, die von jüngsten Kritikern wie Marion Sinclair aufgeworfen wurden, entdeckte der Autor unappetitliche Strömungen unter den glitzernden Oberfläche Hollywoods. Bei Lolita fand er besondere Freude daran, verdächtige Szenen aus den Filmen von Shirley Temple zu verspotten. Der legendäre Kinderstar Shirley Temple wurde am 23. April 1928 geboren. Während der Zeit der Großen Depression blieb dieses talentierte kleine Mädchen 4 Jahre lang Amerikas Kassenschlager Nummer 1. Shirley begann ihre lange Filmkarriere im Alter von 3 Jahren, als sie in einer von Jack Hays und Charles Lamont produzierte und inszenierte Baby-Burlesque-Serie mit Kinderbesetzung mitwirkte. Lamont wird nachgesagt, dass er Shirleys Entdecker war. In den 1930er Jahren wurden die Baby-Burlesque-Kurzfilme regelmäßig vor dem Hauptfilm gezeigt, häufig als unschuldige, lustige Parodien auf Theater- und Kinodarstellerinnen interpretiert, sind Baby-Burlesque-Filme in Wirklichkeit voll von verstörendem Slapstick, Witzen und verschlagenen Anspielungen. Als Hauptdarstellerin spielte Shirley Temple darin häufig eine Prostituierte oder eine Nachtclub-Tänzerin. In Glad Rags to Riches war sie La Belle d'Aperina, eine Tänzerin in Lullaby Lobster Palace. Ihr Schönling Elmar kann jedoch nicht überzeugen, als er sich an einer riesigen Gurke zu schaffen macht. In War Babies spielte Shirley die windelbekleidete Hure Gloria. Die Kleinkindersoldaten, die im Pitts Buttermilk Café herumlungern, wetteifern um ihre Aufmerksamkeit, indem sie ihr Riesenlollis überreichen. Anregende Seitenunterhaltung bietet der stepptanzende afroamerikanische Junge, der einen langsamen Striptease bis auf die Unterwäsche vorführt. Unten, auf allen Vieren, sitzt ein weiteres Kleinkind mit offenem Mund und einer umgedrehten Babyflasche. Auf einem großen Schild im Hintergrund steht saure Milch. Als die Sache schief geht, kommt Gloria zu Hilfe, indem sie einen Gummihandschuh aus ihrer Handtasche zieht und ihn an einem Fass mit süßer Milch befestigt. Während das Kind saugt, hört man einen Mann im Hintergrund eher stöhnen als muhen. Shirleys Prostituiertenstatus wird schließlich bestätigt, als ein Gönner triumphierend ihre Windelklammer als Zahnstocher benutzt. Shirley spielte wieder mal ein Callgirl in der Politik in Washington. Angeheuert von der Nipple Trust and Anti-Castor Oil Lobby, macht sie sich daran, einen neuen Bauerntrampel-Senator zu korrumpieren. Als Senator Claude Buster ihren hinterhältigen Charme erliegt, bestätigt Polly ihren Status als Prostituierte durch die Aussage: Als Claude Buster in Ungnade fällt, sieht man ihn mit einem riesigen Kuchen, der seltsamerweise weißen Zuckerguss ausspuckt. In ihrem Baby-Burlesque-Film Kid in Afrika spielte Shirley die kannibalen-zivilisierende christliche Missionarin Madame Cradlebait. In Hot Pants und mit dem weißen Safari-Hut bekleidet, reist die pistolenschwingende Madame in Begleitung einer gehorsamen Truppe afrikanischer Lastenträger durch den Dschungel. Während eines Überfalls wird sie gefangen genommen und in einem klischeehaften Kochtopf gesteckt. Nachdem er sie mit Salz gewürzt hat, bittet der Kannibalenhäuptling, den Telefonvermittler, ihn mit der Nebenstelle 342 zu verbinden. Nachdem Madame Cradlebait von Herr Tarzan gerettet wird, verlagert sich die Handlung abrupt in eine unheimliche Post-Flitterwochen-Szene vor dem Squaldorf-Hotel. Ein afrikanisches Kind, das eine Weary Nipple Coffee Special als Werbetafel trägt, tankt an der Last Chance Filling Station, und zwar durch das Saugen an der Spitze einer Zapfsäule. Die Schluckmengen werden bequem an den daneben stehenden Schluckmesser überwacht. Falls Sie es verpasst haben, hier eine längere Nahaufnahme der Zapfsäule. Nabokov brachte Kid in Afrikas unterschwelligen pädophilen Code direkt mit Lolita in Verbindung, wodurch eine Strategie der wiederkehrenden Themen und der Numerologie sichtbar wurde. Im Enchanted Antas Hotel schliefen Humbert und seine Nymphe in Zimmer 342. Die ganze Nacht hindurch wird Humberts Schlaf durch das Geräusch einer Toilettenspülung gestört. Eine verdorbene Erinnerung an die allseits beliebte Hochzeitsreise zu den Niagara-Fällen. Nachdem Lolita mit Grausamkeit entkommen ist, durchsucht Amberts 342 Hotels und Motels in einem vergeblichen Versuch, seine schwer zu fassende Nymphe aufzuspüren.
Nabokov parodierte auch Charles Lamont Kurzfilm Managed Money von 1934. Shirley macht sich mit ihrem jugendlichen Bruder Sunny auf den Weg durch eine kakteenverseuchte kalifornische Wüste. Auf dem Weg dorthin werden sie von einer luxuriösen Villa verzaubert, die sich als Fata Morgana oder optische Täuschung entpuppt. Als sie anhalten, um nach Gold zu suchen, fällt Shirley in eine Kaktusfeige. Ein Mann springt plötzlich in einem Saguaro hervor und fängt an zu lachen. In Lolita träumt Amber davon, nach Kalifornien zu ziehen, an die mexikanische Grenze, zu mythischen Buchten, Saguaro-Wüsten und Fata Morganas. Shirley mag ihre Karriere als Kinderprostituierte hinter sich gelassen zu haben, nachdem sie 1934 von 20th Century Fox unter Vertrag genommen wurde. Aber die verdächtigen Szenen verschwanden nicht. Ob als Waise, mutterloses Kind oder Ausreißerin, die Handlungen in Shirleys Spielfilmen drehten sich nun um Kindereinrichtungen und Sorgerechtsstreitigkeiten. Einige Betreuer zeigten ein merkwürdiges Talent dafür, ein vorzeitiges Ende zu finden. In Bright Eyes wird Shirleys Mutter von einem rasenden Fahrzeug überfahren, als sie die Straße überquert, um einen Bus zu erwischen. Ihre strenge Gouvernante findet in Poor Little Rich Girl ebenso ein grausames Ende. Das Thema des zufälligen Autounfalls wurde in Lolita lächerlich gemacht, als Charlotte Ace auf dem Weg zur Aufgabe eines Briefes überfahren wird, der Amberts perverses Interesse an ihre Tochter offenbaren wurde. In Bright Eyes tanzt Shirley unter den allzu anerkennenden Blicken ihrer Fliegerkameraden kokett den Gang hinunter. Mit riesigen Lutschern schwingend amüsiert sich die rein männliche Besatzung weiter mit Shirley. Sie nehmen sie hoch, schieben ihr eine Schachtel Cracker Jacks unter einen Arm und drucken ihr Gesicht in einem überdimensionalen Kuchen, der Spuren von weißem Zuckerguss um ihren Mund hinterlässt. Shirley tröstet ihre männlichen Co-Stars oft auf eine zu erwachsene Art und Weise. Manchmal fummelt sie kokett an ihren Krawatten herum. Anzeichen von Inzest haben sich in Poor Little Rich Girl eingeschlichen, als Shirley in den Armen ihres Vaters liegt und singend sein Gesicht streichelt. Es scheint sich um Inzest zu handeln, denn die andere Option wäre, dass sie von einem unheimlichen Kinderschänder verfolgt wird, der versucht, sie mit Pfefferminzbonbons zu locken. In Rebecca auf Sunnybrook Farm verliert Shirley ihre Stimme und wird von einem Arzt in einer verschlossenen Tür ohne einen begleitenden Erwachsenen untersucht. Diese Choreografie ist in Captain January zu sehen, wo Shirley eine enge Begegnung mit ihrem ingebungsvollen Co-Star Buddy Ebsen hat. Die unnötigen Slapstick-Gags gehen weiter. Einige von Shirleys Porträts stellen sie ebenfalls auf eine ausgesprochen unangemessene Weise dar. Weitere Anzeichen für eine verdeckte pädophile Agenda sind in Curly Top zu erkennen, wo der millionenschwere Wohltäter Edward Morgan von seinem Waisenkind völlig verzaubert ist. Morgan träumt von einer völlig nackten, mit Goldfarbe überzogenen, engelhaften Shirley. Obwohl diese Szene entweder geschnitten oder zensiert wurde, erinnert sich Shirley in ihrer Autobiografie daran, dass sie den Tod durch toxische Erstickung fürchtete, als sie einen mythischen Pfeil in Morgans Herz stach. Morgans Halluzinationen setzen sich fort, als alle Gemälde in seinem Zimmer plötzlich von Shirleys Erscheinung heimgesucht werden. In Lolita wird die Klavierszene auf komischer Weise neu interpretiert, als Quilty ein paar hysterische Klänge anstimmt, die von lauten Geräuschen begleitet werden, während Humbert ihn durch das ganze Anwesen jagt. Es stellt sich die Frage, warum Shirleys Kleid hinten kürzer als vorne ist, wenn sie auf dem Flügel Pirouetten dreht. Und was genau war der Zweck der Szene, in der Shirley in Morgans Schlafzimmer schleicht und sich dann auf seinem Bauch auf und ab bewegt? Wenigstens hatte Dänemark den Anstand, Curly Top nach dessen Veröffentlichung wegen nicht näher bezeichneter Verdorbenheit zu verbieten. In Curly Top sehen wir den Gebrauch von sogenanntem Spinnencode. Dieses Thema taucht auf, nachdem Morgan ein Hula-Kleid und eine Ukulele für seinen winzigen Schützling gekauft hat und wir Shirley in Grassrock tanzen sehen. Kurze Zeit später liegt Shirley am Strand und liest einen Comic. Die Kamera zoomt auf einen Zeichentrickfilm, in dem ein Mann schreit, da ist eine große Spinne in deinem Rock, zu einer Frau in einem Hula-Kleid. Es folgt eine voyeuristische Nahaufnahme von Shirleys Gesäß, als sie auf einem Seepferdchen in einem Badeanzug, der ja praktisch zu klein ist, in und her schaukelt. Nabokov parodierte diese Szene, indem er Lolita in den Comics von Humberts blättern ließ.
Diesmal ist Humbert, der ihn unterschaukelt und sagt, der Geruch des Mädchens hat sofort meine Männlichkeit in Aufregung versetzt. Trotz ihrer enormen Popularität hatte Shirley Temple in den 1930er Jahren durchaus Kritiker. Der amerikanische Filmkritiker Gilbert Seldes verglich Shirley mit Mae West, der amtierenden Sexgöttin, und empfahl ihren Regisseuren, sich bei Tagesanbruch einem Erschießungskommando zu stellen. Seldes meinte, dass Shirleys grübchenhafte Niedlichkeit sehr wenig mit ihrer wirklichen Macht zu tun habe, denn in den guten Momenten entsteht bei den Männern im Publikum so etwas wie eine knurrende Befriedigung. Auf der anderen Seite des Atlantiks argumentierte der britische Schriftsteller Graham Greene in ähnlicher Weise, dass Shirley das männliche Publikum aus den falschen Gründen anzog. In seiner Rezension von Captain January hinterfragte Greene die Beweggründe des Regisseurs und behauptete, dass die Kamera in eine anzügliche Weise benutzt wird, um anrüchiges Vergnügen zu provozieren. In seiner Rezension von 1937, Wee Willie Winky, veröffentlicht von Night and Day Magazine, ging Greene erneut zum Angriff über und bestand darauf: Ihre Kindheit ist eine Tarnung, ihre Anziehungskraft ist versteckter und erwachsener. Ein gepflegtes und gut entwickeltes Toben verbirgt sich hinter ihren Stepptanz. Ihre Augen hatten eine suchende Koketterie. Diesmal revanchierte sich 20th Century Fox, indem sie einen erheblichen Schadenersatz von Greene bekamen, weil er angedeutet hatte, Miss Temple wäre für unmoralische Zwecke beschafft worden. Fast zwei Jahrzehnte später war Graham Greene ein Leser und ein Fan von Lolita. Er muss die Kritik an der Shirley-Temple-Industrie in Hollywood zu schätzen gewusst haben. In seiner Rezension lobte Greene Lolita als eines der besten veröffentlichten Bücher des Jahres 1955. Seine Kommentare lösten eine heftige Debatte über Moral und Zensur aus, die schließlich darin gipfelte, dass Lolita in Großbritannien und Amerika auf Platz 1 der Bestsellerliste landete. Das Vermächtnis von Shirley Temple lebt in ihren Filmen, Büchern, Puppen, Figuren und anderen Sammelstücken weiter. Fragen nach den Beweggründen ihrer Hollywood-Regisseure werden selten gestellt.